Wie viele Stunden brauchst du eigentlich für deine Unterrichtsvorbereitung? Was würdest du mit dieser Zeit anfangen, wenn ich dir ein Tool vorstelle, mit welchem du hunderte von Stunden einsparst, neuen Input für deine bereits vorhandenen Unterrichtsstunden bekommst und welches dafür sorgen wird, dass du im Referendariat nur hervorragende Noten schreibst? Denk dran, Zeit ist das fairste Gut von allen. Wir alle haben nur 24 Stunden. In dem heutigen Video stelle ich dir die App Education Copilot vor. Mein Name ist Christoph, willkommen bei Schulgelaber, wo wir gemeinsam über den Tellerrand von Schule hinausschauen. Die App fußt auf der Chat-KI ChatGPT. Wenn ihr Interesse daran habt, wie dieses KI-Tool meinen Alltag revolutioniert hat, meine Produktivität gesteigert hat, aber auch meine Kreativität unterstützt, dann haut es einfach unten in die Kommentarfunktion hinein. Aber für wen ist das Tool geeignet? Und zwar für jede Lehrerin, jeden Lehrer. Aber vor allen Dingen Referendare werden davon profitieren, weil die Unterrichtsvorbereitung, die euch ja die KI abnimmt, ist sehr, sehr umfassend, umfänglich, gibt Verlaufspläne vor, zeigt mögliche Probleme auf, zeigt euch auch, welche Methoden ihr einsetzen solltet im Unterricht. Es nimmt euch also unheimlich viel Arbeit ab. Aber auch alte Hasen oder Quereinsteiger werden davon profitieren, weil man neue Erkenntnisse gewinnt und es dafür sorgt, dass man mal außerhalb der eigenen Unterrichtseinheitsplanung mal neue Erkenntnisse gewinnt und euch schon mal was an die Hand gibt. Bevor wir gleich loslegen und ich euch die App im Detail vorstelle, noch ein paar hinweisende Worte. Erstens, natürlich müsst ihr das, was die KI euch da ausspuckt, kontrollieren, gegenlesen, vielleicht auch nochmal verbessern und auf eure Unterrichtsgruppe bzw. Lerngruppe anpassen. Das ist irgendwie logisch, aber nichtsdestotrotz würde es euch tausende von Stunden einsparen, weil es euch den Großteil der Unterrichtsvorbereitung abnimmt. Zweiter Hinweis, das Ganze, was das KI-Tool ausspuckt, ist auf Englisch. Aber keine Panik, das lösen wir relativ simpel und zwar mit einem Übersetzungstool. Zeige ich euch dann gleich im Detail. Zack, und da sind wir auch schon mitten in der App. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann werdet ihr auf dem Dashboard landen und ihr müsst dann nur auf Unit Planner klicken und dann kommt ihr auf diese Startseite, die euch hier so angezeigt wird. Jetzt wollen wir mal gemeinschaftlich eine Unterrichtseinheit einfach mal gemeinschaftlich erstellen. So, nehmen wir einfach mal an, ich möchte etwas zum Klimawandel machen und das Ganze soll in Erdkunde stattfinden. So. Ihr könnt natürlich die Sachen auf Deutsch eintragen, nichtsdestotrotz wird die KI euch auf Englisch das Ganze ausspucken. Ihr könnt von vornherein natürlich mit englischen Begriffen arbeiten, das macht die KI-Arbeit etwas leichter, aber wie gesagt, es funktioniert auch auf Deutsch und dann müsst ihr das nur mit DeepL übersetzen. Also, jetzt müsste man hier noch reinschreiben, was will ich denn eigentlich in der Einheit haben und dann sollte man hier noch schauen, okay, welche Arbeitsschritte sind hier vorhanden. Ich mache es mir mal richtig, richtig einfach und drücke hier einfach mal auf das Lämpchen drauf, dann fängt er ein bisschen an zu arbeiten. Und dann wird er nach ein paar Sekunden etwas ausspucken, was schon mal zum allerersten, okay, das ist ja ziemlich spannend. Und zwar hat er nur anhand des Begriffes Klimawandel Dinge herausgefunden, die wir für unseren Unterricht nehmen sollten. So, jetzt ist mein Englisch zwar okay, aber wollen wir das mal ein bisschen übersetzen, einfach in DeepL reingehauen. So, und dann hier schon. Okay, Definition und Ursachen des Klimawandels sollen in der Einheit sein, Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt, die Wirtschaft und Gesellschaft, Lösungen. Boah, das ist schon mal ziemlich cool. Ja, die Sachen will ich auf jeden Fall drin haben. Okay, finde ich, passt. Jetzt, okay, was könnten denn für Arbeitsaufgaben vorhanden sein der Sache? Mach ich mir auch einfach. Auch wieder hier raufgeklickt, kurz warten. Und dann, okay, will ich mir auch mal übersetzt bekommen. Am Ende dieser Unterrichtseinheit werden die Schüler in der Lage sein, nicht gegendert, okay, Auswirkungen, Klimawandel, Strategien und Lösungen, Vernichtung des Ortes, das ist hier ganz, ganz wichtig, ja, dass das Schüler lernen, die Rolle in der Zusammenarbeit, das ist auch richtig, richtig wichtig. Also ganz ehrlich, Leute, mir würde nicht einfallen, was hier noch irgendwie fehlen sollte. Okay, gehen wir hier auf Final Step. Okay, 10 Tage soll das Ganze sein. Ja, es ist nicht in Stunden, aber könnt ihr ja umrechnen, okay, wie viele Stunden habt ihr, ja. Und das wären bei 2 Wochen wären das 20 Stunden, wenn wir 2 Unterrichtseinheiten pro Tag zur Verfügung haben, beziehungsweise pro Woche. Sagen wir mal, ja, 16 Stunden. Ja, so. Und jetzt müssen wir kurz warten.
So, nach kurzer Rechenzeit bekommt ihr dann hier diesen Überblick aus 8 Tagen, also 16 Stunden Unterricht, wie gesagt, bei mir eine Doppelstunde. Und das, wenn ich hier raufschaue, ist das genau so, wie ich das auch in meinem Unterricht machen würde. Noch ein kleiner Hinweis zur Schnelligkeit der Rechenleistung bzw. wie ihr schneller zum Ergebnis kommt. Zum einen mit einer besseren Internetverbindung, als ich das habe, und zum anderen, wenn ihr das zu unserer ganz normalen Arbeitszeit bearbeitet bzw. euren Unterricht planen werdet, dann werdet ihr zu schnelleren Ergebnissen kommen, weil, wie gesagt, das Tool fußt auf der Chat-KI, ChatGPT, und die sitzt nur halt mal in Amerika. Und wenn wir bei uns hier arbeiten, schläft Amerika, und dadurch haben wir nicht so viele Anfragen auf der Seite. Aber lass uns hier reinkommen. So, wie kann ich das Ganze jetzt hier für meinen Unterricht anwenden? Entweder kann ich es 1:1 verwenden, weil ich einen bilingualen Englisch-Erdkundekurs habe, oder das Ganze haue ich hier einfach auf, dass die Seite übersetzt werden soll. Dann bekomme ich hier das Ganze schon mal. Das kann ich hier schon mal im Detail vorstellen. Und ich habe immer, was mache ich hier in der ersten Doppelstunde? Und da kriege ich das grob schon mal dargestellt, wie ich das Ganze machen würde. Und auch hier ist ein Input drin, zum Beispiel hier der Bereich Klimawandel in den Medien. Den habe ich so normalerweise in meinem Unterricht gar nicht behandelt. Das ist ein super Aspekt, toller Input für mich. Werde ich auf jeden Fall in meinem Unterricht so einbauen. Und auch hier zum Schluss die Zusammenführung des Ganzen und eine Bewertung, wie ich das Ganze mache, bekomme ich alles binnen. Was hat mich das gekostet? Inklusive Wartezeit vielleicht 3 Minuten. Ja, und ich kann das, wie gesagt, mit meinen vorhandenen Sachen auch ergänzen. Jetzt schauen wir im Detail mal rein, wie so eine erste Unterrichtsstunde aussehen könnte. Das ist der erste Tag hier. Dann habe ich hier einen Unterrichtsüberblick, ja, dann die einzelnen Schülerziele, was ist hier gemacht, da könnte ich auch nochmal die KI rechnen lassen, und was sind wesentliche Fragen, die Schülerinnen und Schüler bearbeiten sollen. Auch hier, das passt absolut, das würde ich so in der Art und Weise machen. Dann habe ich auf der rechten Seite richtig cool auf Videoempfehlungen, wo die Schülerinnen und Schüler sich die einzelnen Videos vielleicht anschauen können. Wie gesagt, habe ich einen bilingualen Erdkundekurs, muss ich mir nicht mal die Arbeit machen und die Sachen auf Deutsch raussuchen. Aber auch das ist jetzt auch kein Riesenaufwand. Und dann kann ich hier mir einen Unterrichtsplan heraussuchen lassen oder ein pädagogisches Handout mit Hinweisen und wie ich die beiden Sachen einfach nur miteinander verknüpfe. Wenn ich das runterlade, kommt das natürlich auf Englisch raus, und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Hier ist das Ganze auf Englisch. Dann habe ich hier die Ziele, die einzelnen Bereiche, was die sozusagen machen sollen, Materialien. Also es ist wirklich sehr, sehr intensiv ausgearbeitet, inklusive möglichen Formen der Unterrichtsarbeit, Gruppenarbeit, Einzelarbeit etc. Und was ich wirklich toll fand, ja, ist, dass ich hier zum Schluss auch nochmal einen Hinweis bekomme, was könnten Bereiche sein, wo ich Probleme habe. Wenn ich das Ganze auf Deutsch übersetzen lassen möchte, dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich entweder bei DeepL raufgebe, das hier kopiere, reinfüge und auf ein extra Word-Dokument packe. Oder ich könnte natürlich auch das ganze PDF-Dokument übersetzen lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut, aber in der Formatierung nicht perfekt. Und wenn ich die kostenlose Variante von DeepL benutze, dann bekomme ich da auch ein PDF oder ein Word-Dokument raus, welches ich nicht bearbeiten kann. Wenn ihr die Pro-Variante habt, ist das absolut einfach zu handeln. Ansonsten müsst ihr euch die Arbeit ein bisschen machen und euch das jeweils immer auf Deutsch übersetzen. Wenn ihr hier zum Beispiel mal durch seid und weitere Unterrichtseinheiten bearbeiten möchtet, dann könnt ihr hier auf der linken Seite den Verlauf euch anschauen, und dann könnt ihr hier die einzelnen Einheiten, die ich zum Beispiel schon mal bearbeitet habe und mir angeschaut habe zum Testen. Wie gesagt, das ist alles kostenlos. Hier zum Beispiel den Bereich Klimazonen. Schauen wir da mal hier ein bisschen genauer rein. Hier habe ich das Ganze auch nochmal bearbeitet bzw. mir bearbeiten lassen. Das ist eine sehr, sehr lange Unterrichtseinheit zum Testen. Das würde ich so normalerweise nicht machen, und habe mir da mal die Mühe gemacht und unter anderem hier den Unterrichtsplan oder hier das allgemeine Handout zur ersten Unterrichtsstunde habe ich hier mal einmal übersetzt, und da kriege ich hier wirklich hervorragende Ergebnisse, wie zum Beispiel, was ich so machen soll, ja, zum Beispiel zum Anfang die Gruppe, die Klasse teilen und dass jede Gruppe zum Beispiel eine einzelne Klimazone bearbeitet. Alles das würde ich in meinem normalen Unterricht genau so machen. Und wie gesagt, gerade fürs Referendariat hervorragend als Input. Hier Problembereiche. Simpel und einfach mit DeepL Copy und Paste übersetzt. Und dann hat mir das schon mal tausende von Stunden eingespart. Was ist eure Meinung? Werdet ihr die App benutzen?
Wenn ja, wie werdet ihr sie benutzen? Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, aber auch gerne Kritik zum Video, haut einfach unten in die Kommentarfunktion rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen großartigen Tag und ja, viel Spaß bei der gewonnenen Zeit. Ciao.